Es geht niemand ran. Natürlich, Big, du bist doch hier. Die Kleine ist abgebrüht. Der macht so leicht niemand was vor. Gut, und wie kommen wir jetzt da rein? Das wäre ja jetzt mal sehr interessant. Es ist sehr unpassend, wenn man eine Treppe runtergeht nach oben und dann von oben wieder rauskommt. Das ist recht unpraktisch, aber gut. Man kann halt nicht alles haben. Das nimmt mich echt mit. Vielleicht können wir ja in dem Hotel irgendwas kriegen. Ein Zimmer für eine Nacht? Und danach bin ich das Traumschiff der Flöhe? Danke, nein. Dann ist das Gespräch ja schon beendet. Okay, dann hört der Mann halt lieber... Nix da, wer kein Zimmer hat, hat dort nichts verloren. Lässt er dich nicht in sein Himmelreich auffahren? Unser Bob ist ein bisschen wählerisch, was seine Gesellschaft angeht. Nicht, Bob? Geh in die Ecke mümmeln und lass die Leute mit deinen Geschichten in Ruhe. Bist heute wieder prächtig aufgelegt, Bob, hm? Zahnloses, kicherndes Ding, warum kann er keine Ruhe geben? Was bist du denn für einer? Na, Brick, bist wieder auf der Jagd, hm? Klar, bist du das, Brick. Knall sie alle ab, Don lebt sein Stil. Okay. Hey, hier hast du nichts zu suchen. Bob passt auf sein Reich auf, da dudelt er niemanden. Oh, nein, niemand. Duldet er niemanden. Halt die Klappe, Tom. Lieber Leser, mein Name ist Cindy und ich vermisse meine Katze so sehr. Sie hat weiße Streifen am kleinen Fuß und heißt Twinkle. Bitte hilf mir, sie zu finden. Die Scheine für die Anzeige hast du verschwendet, kleine Twinkle ist überfahren, ausgeraubt und gefressen. Wenn er Pech hatte, in einer unangenehmeren Reihenfolge. Okay. Das heißt, hier finden wir auch nicht mehr viel. Bloß wie kommen wir jetzt da in das Anwesen rein? Zu Fuß? Zu Fuß? Wozu habe ich meinen Wagen? Ja gut, dann laufen wir halt nicht. Ich brauche bloß einen Schlüssel für dieses scheiß Anwesen. Das ist alles. Finde ich aber sehr schön, die Map hier. Was haben wir jetzt eigentlich alles für Items? Das möchte ich ja mal wissen. Also Schraubendreher, Fliegenklatsche, Tommy Gun, Whisky, Zigarette und ein Magazin. Na gut, wer es braucht? Also im Grunde genommen... Ah, lass mich in Ruhe, Hund! Dummer Hund, lass mich in Ruhe. Und vor allen Dingen, wie komme ich da rein? Das ist jetzt echt ein bisschen komplizierter. Nein, verdammt. Das muss etwas einfacher gehen. Das muss einfacher gehen. Ausrüstung mal gucken. Also mit dem Schraubenzieher kommen wir hier nicht weit. Hammer haben wir auch schon versucht. Ich glaube nicht, dass wir hier mit einer Fliegenklatsche weit kommen. Allgemein kann ich hier nicht viel... Ah, okay. Offenes Fenster. Gut, dass ich da reinkomme. Und gut, dass das Spiel mal wieder keine Rückmeldung zeigt. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Spiel, hallo, danke. Ich war drin. Es war erschreckend, wie sehr Radcliffe von Whitley meinen detektivischen Fähigkeiten nun ausgeliefert war. Hm? Verdammt.
Hallo? Ist da jemand? Was ist das? Ein Ei aus Stein? Mir gefiel nicht, wie sich der Fall entwickelte. Warum bewahrte Whitley einen Riesenhoden auf? Bat ihn wie ein Kultobjekt auf. Ging es gar nicht um seine andere Frau? Musste ich etwa die speziellen Bars im Hafenviertel aussuchen? Schon wieder? Was? Na gut, das sieht wirklich aus wie ein Sack. Ich wagte es nicht, mich direkt vor dem Spiegel zu stellen, aus Angst, welche neuen Spuren der Gebrochenheit er mir zeigen würde. Oder weil das Chipset einfach so aussieht, wie es aussieht. Laut! Oh, ein Vorhang, den man aufziehen möchte. Moloch City in seiner ganzen verregneten Hässlichkeit. Ach schade, ich hab gedacht, da wäre jetzt noch irgendwas Besseres. Porzellanhunde, als wäre die Welt nicht schon lausig genug. Verflucht, ein elektrisches Klavier, wie geht das wieder aus? Ausschießen. Oh nein, was habe ich getan? Nein! Au, au! Plötzlich spürte ich es. Meine in dieser lausigen Stadt gestellten Sinne nahm es wahr. Irgendwas war anders. Mein Hut brennt! Nein! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott, was hab ich nur getan? Ruhig. Ruhig bleiben, alter Junge. Ruhig bleiben. Ja, total ruhig bleiben. Er dreht hier erstmal durch. Okay, Zimmer. Wer ist nun der Härtere von uns beiden? Ich habe nun ein riesiges Problem. Oh nein, er hat das Ei kaputt gemacht. Mit diesem Zimmer bin ich fertig. Gottgütiger! Was ist hier los? Mr. Dynamite! Mr. Dynamite, was tun Sie hier? Sie wollten den härtesten Privatdetektiv von Moloch City? Sie haben ihn, Lady! Sie, das ich... Haben Sie auch nur die geringste Vorstellung, wie hoch der Schaden ist, den Sie angerichtet haben? Ziehen Sie die Kosten von meinen Spesen ab, Mrs. Van Weirdley. Die Seitenvorhänge! Das elektrische Klavier! Der Kristallspiegel! Das Dinosaurier-Ei! Okay. Das soll ich von Ihren Spesen abziehen? Ihren Spesen? Haben Sie auch nur die geringste Vorstellung, wie hoch meine Spesen üblicherweise ausfallen, Lady? Sie wollen dann meinen Mann überwachen, nicht mein Haus zerstören. Meinen Mann, Mr. Dynamite. Denken Sie daran. Und wieder krallte sie sich mit aller Kraft an den Fakt, eine verheiratete Frau zu sein. Verdammt, ich spürte es doch auch. Sie wusste es, ich wusste es, aber es durfte nicht sein. Kämpfen Sie dagegen an. Für mich sind Sie nur eine Klientin. Und es wird nie darüber hinausgehen. Nie. Wovon zum Teufel reden Sie, Mr. Dynamite? Setzen Sie sich auf die Spuren Radcliffs. Gepriesen sei seine dicke Tür. Seine dicke Tür und sein Schlafmittel. Er scheint nichts davon von Ihrem Radau bemerkt zu haben. Wenn er zu einem seiner Ausflüge aufbricht, wünsche ich darüber Ihren Bericht zu lesen, Mr. Dynamite. Und löschen Sie endlich den Hut dieses Herrn, Alfred. Sie spielte also die Unnahmbare. In Ordnung, Schätzchen. Wenn es dir auf diese Weise leichter fällt, dann versuche, dich unter deinen Mauern zu verstecken. Bitte so. Ja, so war es besser. Gut, also das Zimmer ist schon mal am Arsch.
Radcliffe, Liebling, habe ich dich geweckt? Schnell, Mr. Dynamite, er darf sie nicht im Haus sehen. Verstecken Sie sich. Verschlossen. Der Schrank war zum Explodieren dicht mit Pelzmänteln gefüllt. Dort passte ich nicht mehr dazwischen. Einmal suchte ich Unterschlupf in einer Schublade, aber diese Zeiten sind endgültig vorbei. Wo soll ich nur hin? Nein, nicht dort. Sehen Sie doch erst recht. Lampe. Natürlich Lampe. Liebes, stell dir vor, ich gewahrte einem entsetzlichen Rumpeln, das mich meinen Schlummer entriss. Ein Rumpeln? Oh, Cliffy, du musst wieder geträumt haben. Ich hoffe, ich bin dir kein zu anstrengender Gatte. Deine Geduld mit mir ist bemerkenswert, Liebes. Du weißt, wie viel Verständnis ich für deine aparten Schrullen aufbringe, Radcliffe. Aber was sehe ich? Radcliffe, ich kann das erklären. Eine neue Lampe. Was für eine reizende Idee, Liebes. Nö, man hat mich angeschaltet. Ja, es sollte eine Überraschung sein, Cliffy. Ich finde sie herzallerliebst. Du Gute, du. Einen Schatz wie dich habe ich gar nicht verdient. Süßlich, klebrig, ekelhaft. Ich musste an mich halten, denn ein schwallartig speiender Lampenschirm hätte womöglich meine Tarnung gefährdet. Ein Glück, dass ich so verdammt hart war. Oh, Radcliffe, lass uns den Tag gemeinsam verbringen. Wir suchen uns ein exquisites Restaurant. Ich bin untröstlich, Liebes, aber gerade heute führen mich dringende Geschäfte außer Haus. Warte nicht auf mich. Ich fürchte, es wird spät werden. Oh, Radcliffe, warum nur? Warum? Warum nur tut mir Radcliffe so etwas an, Mr. Dynamite? Warum? Sagen Sie es mir. Ohne Typen wie ihn. Kämen Typen wie ich nie zu ihren 50 Scheinen plus Spesen, Lady. Dann tun Sie, wozu Sie bezahlt werden. Finden Sie raus, was mein Mann anstellt. Folgen Sie ihm. Ich werde die ganze widerliche Wahrheit ans Licht bringen. Und wenn auch ihr Herz daran zerbricht. Okay. Dann werde ich ihm hinterherfahren. Mal sehen, wo er denn hin will. Was ist mit dem Hund? Ach, der Hund ist jetzt ganz lieb. Das finde ich gut. Kann ich ihn noch ansprechen? Heul nur, du warst nicht hart genug für mich. Okay. Ich werde jetzt auf jeden Fall weiterfahren. Denn wir haben ja jetzt einen Anhaltspunkt, wo er denn diesmal hin ist. Okay, Van Whitley, wo immer du hin willst, ich bleib dir auf den Fersen. Und vor allen Dingen, er darf uns nicht sehen, hoffe ich doch. Sonst sieht das nämlich ein bisschen mau aus. Schon wieder? Hängen geblieben? Yep, schon wieder hängen geblieben. Dieses Spiel bleibt aber auch dauernd hängen. Ah gut, wir wissen jetzt, wo Van Whitley hin ist, und zwar hier in diese Straße. Die Lady hatte nur zu recht. Radcliffe Van Whitley suchte sich ein externes Vergnügen, aber nicht irgendwo, sondern in einem der verrufensten Viertel der verrufenen Stadt. Er hatte seinen Wagen in einer der Nebenstraßen geparkt und ging dann schnurstracks auf eine der Laternenwärmerinnen zu. Ich würde ihn gewiss nicht aus den Augen lassen. So hässlich und so demütigend sich die folgenden Dinge auch entwickelten. Für wen auch immer. Okay, was hat er vor?
Was wird das? Von Whitley? Eine verdammte Besichtigungstour? Na schon, geh dein Lastenarsch, so schmierig und abstoßend sie auch sein mögen. Mich schreckst du nicht. Ich bin knallhart. Was ist hier eigentlich los? Er geht ins Theater. Okay. Aber was er da im Theater tut, das seht ihr dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei was auch immer ihr noch macht und tschüss.